Wiegald Boning, hallo. Ich freue mich, guten Tag. Ross Anthony, hi. Hallo. Frau Ludewig, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Bürger Lars Dietrich heißt er, hallo. Ja, schönen guten Tag, ich freue mich. Birgit Lechtermann, hallo. Hallo, Tag. Hallo, Konrad Stöckel. Hallo. Maite Kelly, hallo. Hi, Julian, how you doing? Schäfer Heinrich, hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Bettina Tietjen, hallo. Hallo. Hallo, Holger Franke. Ja, hallo Julian und alle Hörer von Sprechplanet. Ja, schönen guten Tag. Herzlich willkommen zum Freitag Sprechplanet. Mein Name ist Julian Schlichting. Ich muss gerade lachen. Ich sag gleich nach dem Gespräch mit Werner Schulze-Erdl, das ist nämlich unser heutiger Gast, auch warum. Es haben sich viele von euch ein Gespräch mit ihm gewünscht. Er hat schon seit Jahren keine Interviews mehr gegeben. Umso stolzer sind wir, dass er für uns hier eine Ausnahme macht. Ich werde mit ihm sprechen über die spannenden Zeiten von Ruckzuck, Familienduell und dem Fernsehen im Allgemeinen. Nicht irgendwann, es geht los in weniger als 15 Sekunden. Viel Spaß. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zurück. Jetzt haben wir ihn am Telefon, Werner Schulze-Erdl. Hallo. Hallo, guten Morgen, guten Tag, wie immer alle wollen. Ja. Wir haben mittlerweile über 170 Interviews aus allen Sparten in unserem Programm. Ihr Name wird von unseren Hörern sehr, sehr oft als Gästevorschlag genannt. Genießen Sie es, diese Popularität auch 2010 noch zu haben und erkannt zu werden? Ja, das ist ja auch der Lieblingssendung von vielen gewesen, über ganze Generationen. Ich war Ende des Jahres auf Weltreise und juchzend kommt eine Mädchengruppe von Backpackern auf mich zu. Ach, sie leben noch, wo sind sie? Oh Gott. Was machen sie? Wohnen sie in Neuseeland? Ja. Für viele ist das immer ein bisschen merkwürdig, dass ich von heute auf morgen quasi verschwunden bin. Ja, klar. Und dann auch. Und deswegen sind sie alle neugierig und es ist immer noch so. Es war die Lieblingssendung vieler. Und ja, das finde ich schön, dass man mich heute noch erkennt, ja. Werden Sie häufiger auf Ruckzuck oder Familienduell angesprochen? Ja, je nach Generation. Ah, ja, okay. Es war eine Kultsendung, Ruckzuck. Aber die habe ich nur 1034 Mal gemacht. Ja, nur. Familienduell waren es eben 2800 fast. Ja, und eben bei RTL, das macht dann auch was aus, ne? Ja. Na ja, klar. Wie sind Sie damals zur Moderation gekommen? Sie haben ja eigentlich eine Schauspielausbildung gemacht. Wie hat sich das dahin entwickelt? Ach ja, wie immer das so geht. Man kommt nach München, nach der Bochumer Theaterzeit bei Zadek. Und versucht dann erstmal ohne Engagement erstmal Fuß zu fassen im Synchrongeschäft. Man dreht, ich habe dann über 50 Filme gedreht und Fernsehspiele. Dann versucht man auch alle Facetten des Berufes auszuprobieren. Also Synchron, Hörspiel, man kommt in Kontakt damit. Ja, und dann kam irgendwann auch die Zeit, wo es hieß, es gibt Privatfernsehen. Ich nicht wissen, was das ist. Mhm. Kannte aber einer der Macher und so war ich im einer der ersten, die 1984 Privatfernsehen damals in die Musicbox anfing, ja, als Moderator, weil das auch eine schöne Geldquelle war. Ja, ja, klar, verstehe ich. Schauen Sie sich manchmal noch Ihre Anfänge auf Video an oder haben Sie das so weit abgehakt? Nein, ich bin nicht einer, der permanent zurückschaut. Ja. Ich habe bestimmt noch einige, viele nette Kassetten, aber das ist lange her. Mhm. Das könnte ich ja auch ausschließen, könnte ich ja auch im Internet schauen. Ja, ja, klar. Das ist ja auch wahnsinnig viel. Ja, und immer noch sehr gern angeklickt auch, ne? Ja. Ruckzuck lief damals los, da ging die Gameshow-Welle eigentlich erst so richtig los. Ruckzuck war, glaube ich, die erste tägliche Gameshow, noch vor dem Glücksrad sogar. Haben Sie damals mit dem Erfolg dieser Art von Sendung gerechnet? Nein. Es war ganz komisch. Ich war bei der Musicbox und der Gründer und heutige Freund und Chef der Musicbox damals, der sagte, ja, ich muss verkaufen, Tele5 kommt dazu, also aus Italien, dann nennen wir uns Tele5. Ja. Und ich bin im Krach damals weggegangen zur Urlaubsvertretung nach Luxemburg. Aus der Urlaubsvertretung wurden fast 2 Jahre. Mhm. Und dann fragte mich irgendwo wieder, hatten wir uns versöhnt, Krach war eigentlich, waren Programminhalte, ja, da haben wir uns versöhnt und dann fragte er mich, du, ich guck dir das mal an, ich habe hier eine Kassette, dann habe ich das geguckt und das Tempo damals rasant, ja, Wahnsinn, auch ein verrückter Moderator, das sah aus wie so ein Comedian heute, der Bruce Forsyth hieß, der aus Australien kam, die Sendung, ob mir das gefallen würde, ich glaube nicht und so weiter. Man konnte nicht ahnen, dass es so eine Kultsendung mit Bambi-Nominierung und Preisen werden würde, ja, klar. Das habe ich nicht vorausgesehen. Ja. Wir haben da Standards gesetzt. Das war das erste Mal, dass Formatfernsehen war. Scheinbar
haben einige gesagt, das kann ja jeder, es wiederholt sich alles, aber das war die Zeremonie, das war der Erfolg dann auch. Ja, klar. Und der Schläge, dazwischen musste sehr schnell reagieren. Das war auch körperliche Arbeit. Wir haben für Ruckzuck damals im Arbeitsstudio München 7 Sendungen pro Tag, dann Wochenende. Ja. Und dann ist man so fertig, so ausgelaugt, das ist unglaublich. Ich habe es eigentlich nur schaffen können, dass ich gelaufen bin und kein Fleisch gegessen habe. Also ein Quatsch eigentlich. Weil du musst absolut fit sein. Ja. Ich musste ja auch immer kurzfristig in den kleinen 5-minütigen Pausen, musste mich auch umziehen. Ja. Deswegen war ich immer zu faul, andere Socken anzuziehen, habe ich gleich nur weiße Socken angezogen. Da hatte ich auch noch keinen Garderobe, das musste ich alles selber machen. Ja. Und ich musste in kurzer Zeit 10 Lebensläufe schnell auswendig lernen. Oh ja, klar. Und damit ich ein bisschen, man hatte nicht viel Zeit. Und hatte neue Standards gesetzt, dass selbst die aus England herkam und sagte, wie geht das, 7 Sendungen, das war aus Kostengründen. Und später bei Familienduell, da haben wir dann 2 Wochen lang, also 2x5 Tage, haben wir dann 5 Sendungen pro Tag, pro Show, die Show war größer, waren noch 70, 80 Mitarbeiter hinter den Kulissen. Und dann war in 14 Tagen man quasi für 2,5 Monate aufgezeichnet. Und das ging alles nur, ich weiß nicht, jeden Tag gelaufen und Fitness, Masseur, alles. Ich weiß noch, wie der große Frank Elster mal zu mir kam, Werner, wie machst du das und so weiter. Der hat sich gleich einen Personal Trainer genommen, um das, der hat ja auch mal so eine tägliche Spielshow gemacht. Klar. Ja, das ist gar nicht so einfach, viele unterschätzen das. Ja. Ist es schwer, sich dafür die letzte Sendung an einem Aufzeichnungstag noch neu zu motivieren? Oder merken Sie, wenn Sie beispielsweise heute eine Sendung angucken könnten, oh, das war die letzte an dem Tag, merkt man das bei Ihnen? Das größte Kompliment kam von jemandem, der sehr streng ist. Der große Rudi Carrell, der war im gleichen Hotel. Ich wohnte ja immer in München und die Aufzeichnung war in Köln. Und ich wohnte dann immer im Hotel. Das war auch gut so, dann ist man verwöhnt, braucht sich um nichts kümmern. Und der Rudi Carrell hat A mal gesagt, es muss so einfach aussehen, als wenn man es aus dem Ärmel schüttelt. Ja. Aber man muss vorher in den Ärmel was reintun. Es war also entsprechend vorbereitet und dann sah alles so leicht aus. Das ist ja auch oft das. Und dann bei dem Geschäft, weil es so leicht aussieht, will ja jeder Moderator werden oder jeder nennt sich Moderator, die nur mal befreundet war mit Lothar Matthäus oder mit anderen Gestalten. Mhm. Der Beruf ist ja gar nicht geschützt. Das nennt sich ja jeder so. Außerdem ist der Ausdruck völlig falsch, Moderator. Host, wie es im Original heißt, Gastgeber. Ja. Das ist viel richtiger eigentlich. Mhm. Aber man sieht es mir nicht an und denn der Rudi Carrell, der hat gesagt, der war im Nachbarstudio und der hat das oft immer im Hausfernsehen gesehen. Das hat ihn sehr gewundert. Das war ein großes Kompliment für mich. Ja. Man sieht es nicht an. Ich habe einfach immer mich wieder neu motiviert und das fand der Rudi Carrell faszinierend. Ich will dich mal erwischen, wann du eine letzte Sendung gemacht hast. Man sieht es hier nicht an. Mhm. Was sich viele Leute im Internet fragen, also Gameshow-Fans gibt es wirklich noch immens viele, die sich auch diese Welle gerne mal zurückwünschen. Hätten sie ruckzuck weitergemacht, wenn es kein Familienduell gegeben hätte? Ach ja, das war damals so ein Wechsel. Ich meine, man lebt ja auch nicht nur von der heißen Luft. Ich bin vom kleinen Sender, weil es eben Kult wurde und ich hatte viele Angebote gehabt, zum großen Sender, der mir sehr nahe stand, weil ich den ja schon von Anfang an mal 2 Jahre begleiten durfte in Luxemburg, wo ich einen Tag wie kein anderer moderiert habe, wo ich jeden Tag ein Feierabendmagazin gemacht habe, wo ich Frühstücksfernsehen gemacht habe. Ich weiß nicht, 20, 30 verschiedene Shows, das wissen heute Leute gar nicht mehr. Und jetzt konnte ich zurückgehen. Ja. Und das ist natürlich so, dieser Wechsel war auch mit monetären Genüssen verbunden. Ich sag immer so, als wenn ich von VfL Bochum zu Inter Mailand gegangen wäre. Ja, klar. Das gehört natürlich in unserem Beruf auch dazu. Ja. Gerade beim Familienduell, eigentlich Sendung Nummer 1 für lustige Kandidatenantworten. Haben Sie noch so ein Paradebeispiel, was Ihnen ewig im Kopf bleiben wird? Oder haben Sie so viele? Ganz viele. Da. Ja. Also, faszinierend. Da müsste ich eigentlich ins Hunderte. Manchmal gucke ich so ins Internet rein, weil mein kleiner Patenjunge, der jetzt auch den Computer entdeckt, mit 9,5 Jahren, und der mich gar nicht mehr kennt vom Fernsehen, der guckt immer in YouTube diese ganzen Dinger. Und der lacht sich dann immer tot, nennen Sie eine dunkle Stelle, sagt einer Gehirn, finde ich auch sehr witzig. Aber ich müsste kurz nachdenken. Ja, nee, klar. Aber es gibt so viele tolle Geschichten. Wie wurden diese Umfragen eigentlich gemacht? Also in jeder Sendung hörte man paar Dutzend Mal, 100 Leute haben wir gefragt, wurden die auf der Straße gefragt, telefonisch, später per Internet oder wie ging das? Am
Anfang gingen die tatsächlich ganz kitschig, Umfragen in Einkaufszentren und so weiter. Studenten, junge Mitarbeiter, die sich ein Taschengeld verdient haben. Ja. Es ist ja auch nicht, wir haben ja nie gesagt, dass die demoskopisch einwandfrei sind. Die zeigen Trends auf. Mhm. Und dann haben wir auch Umfragen gemacht unter dem Publikum. Waren ja immer so, ich glaube, 100 Leute. Ah ja, klar, bietet sich an. Ja. Aber später, dann kam natürlich die segenreiche Erfindung immer mehr des Internets und dann hatte man das natürlich viel einfacher über Internet gestartet. Ja, verstehe ich. Mhm. Irgendwann war dann Schluss, 2275 Folgen. Ist das rückwirkend für Sie eine lange Zeit oder ging das dann doch relativ schnell, wenn man erstmal dabei ist? Dadurch, dass ich ja so viel nebenbei gemacht habe, sei es Dozent an der Akademie, sei es Coach für junge Talente, ich habe sehr viel Castings gemacht. Ich habe das alles nicht an die große Glocke gehängt. Ja. Ich arbeite für verschiedene Sender in dem Bereich, wo ich meine Erfahrung mit einbringe. Man lernt ja auch dazu. Deswegen, ich habe dann sehr viel Radio gemacht, RPR in Rheinland-Pfalz. Obwohl ich in München wohnte, ich war in der Industrie für Direktoren, Mikrofontraining zuständig und so weiter. Mhm. Das war alles sehr abwechslungsreich, weil ich habe ja, wie gesagt, sehr kompakt gearbeitet fürs Fernsehen. Ja. In zwei Wochen für 2,5 Monate. Ja, Wahnsinn. Also in anderen Zeitraum ganz viel frei, viele, viele, viele andere Dinge zu machen. Meine Firma, meine Produktionsfirma hat damals gegründet, meine Frau ist Regisseurin, erste Filme und so weiter produziert. Ich war da immer sehr fleißig. Und dann irgendwann, wenn ich mich frage, wenn ich gefragt werde, es ist zu schnell vorbeigegangen, die Zeit, ja. Ja. Mhm. Warum gab es eigentlich keine Abschiedssendung? Oder wie haben Sie erfahren, dass es dann irgendwann doch nicht mehr weitergeht? Das war eigentlich nicht so. Ich bin nicht rausgeschmissen worden. Ich habe nur noch die höchste Einschaltquote mit über 52%. Ja. Muss man sich mal vorstellen. Mhm. 52% Marktanteil, das war schon irre. Und dann auch noch in der relevanten, wie das so schön heißt, die ich ja für schwachsinnig mittlerweile halte, aber ja. Sequenz. Aber es war ein Vorgang. Wir waren ein sehr komplexer Stamm. Es ist, glaube ich, damals ein bisschen Werbung weggebrochen und es war ein fließender Prozess, so dass wir einen Vorlauf hatten von, ich denke mal, mindestens ein Dreivierteljahr, das einfach mal andere Leute kamen, junge Leute kamen, die sagten, wir müssen dem vorbeugen, wir müssen mal jetzt mal aufhören. Das ist vielleicht genug. Ich wollte ja eigentlich schon bei der 2000. Sendung von mir aus sofort aufhören. Ja. Und dann war das ein gemeinsamer Entschluss. Ich sage, ich muss doch mal was anderes machen oder vielleicht, ich muss mal schauen, ja. Mhm. Haben Sie eigentlich die Wiedergeburt der Sendung unter dem Titel 5 gegen 5 mitbekommen? Haben Sie davon Notiz genommen? Zwangsläufig durch sehr viel traurige Geschichten, weil die Zuschauer sich einfach sehr geärgert haben. Ich glaube, die war, es soll jetzt keine Angabe sein, das war eine Sendung, die auf mich zugeschnitten war. Ja. Und wenn dann ein Pausenclown mich da quasi kopiert, nicht mal eine eigene Kreativität hineinbringt, eine eigene Authentizität, dann wird's peinlich und entsprechend waren auch die Quoten, die waren einfach peinlich. Ja, klar. Und es gab ja noch, ich sollte dann mitmachen, ich habe das nicht mal im Beraterstab gemacht, da gab es ja nochmal diesen Game-Show-Marathon, ja. Das war noch peinlicher und es war auch alles dann kein Erfolg. Wenn man so etwas macht, so was Schönes, Kitschiges meinetwegen, wie eine Spielshow, da muss man sie nicht so wie das ProSieben-Leute machen, auf so eine Metaebene sich selber verarschen, das bringt nichts. Man muss die Zuschauer ernst nehmen, dann macht man das. Fertig, aus. Ja. Aber das ist eine neue Generation und die sind dafür bestraft worden. Und ach so, und dann kam man natürlich auch noch dazu, die Argumentation, ach, das muss ein Junger machen, ich glaube, RTL2 war das, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe damals diese Programmdirektorin kennengelernt, die Erfinderin des Fernsehens, die jetzt, glaube ich, zurück ist und Frauenfernsehen macht, in der Sat.1-Gruppe. Katastrophe, ja, das darf keiner machen, der über 30 ist und so weiter. Hat gar nichts damit zu tun, die jungen und die alten Leute, gleichzeitig ob Onkel Werner oder Herr Werner, die haben mich geliebt als Figur, dann irgendwann als Persönlichkeit respektiert. Ja. In Amerika, wo es ja dann eine Renaissance gibt, es sind teilweise noch, zum Beispiel beim 30 heißt Bob Barker, der über 80 ist, die sind teilweise noch im Bildschirm. Und da hat es den Nachfolger immer schwer,
Und wenn, muss es ein Nachfolger sein, eine starke Persönlichkeit haben. Bei mir waren schlechte Kopien, ganz schlechte Kopien. Also gerade das, was Sie zum Game-Show-Marathon gesagt haben, hat mir auch Tommy Aigner erzählt, der damals Top oder Top gemacht hat. Auch Frederik Meissner hat den Game-Show-Marathon auch gar nicht gerne angesehen da. Harry Weinfurt hat zurzeit eine Kampagne am Laufen, dass der Preis, das heißt, zurück ins Fernsehen soll. Sammelt Unterschriften, hat, glaube ich, 150.000 schon online gekriegt. Frederik Meissner sagte, er wird sich auch unter gewissen Umständen wieder zurück ans Glücksrad stellen. Glauben Sie auch an ein Comeback dieser Game-Shows? Ja, die Frage wird sich stellen, welche der Game Shows? Ja. Viele sind einfach hausbacken und überholt und selbst inszenierte oder manipulierte Internetkampagnen bringen gar nichts. Mhm. Das sind Entscheidungen erstmal, die letztlich Programmmacher treffen. Und zweitens muss es auch von den Zuschauern respektiert werden. Ich würde halt jedem immer sagen, dass Spielshows eine tolle Variante, eine große Variante sind fürs Fernsehen, weil dieses Mülleimer-Fernsehen, was da jetzt tagsüber läuft, ich kann gut spülen, ich kann gut kochen, ich ziehe um, ich habe Trödel, ich liebe das und dies und jenes, wo Menschen auf den Arm genommen werden, ja, und sie es gar nicht merken, das ist für mich Verlust von allem ethischen Dingen. Es ist eine Katastrophe. Ärgert Sie das, wenn Sie im Internet lesen, Mensch, was macht Werner eigentlich heute? Sie sind ja immer noch viel beschäftigt, arbeiten quasi rund um die Uhr. Finden Sie das doof, dass Sie so gesehen aufs Familienduell reduziert werden? Nee, ist doch legitim von den Leuten. Wir wissen ja nicht vieles. Ja. Ich bin ja nicht so einer, der in der Öffentlichkeit drängt. Ich finde nicht statt in den Klatschmedien, bin immer noch mit der gleichen Frau zusammen, mir geht's gut und das so ist muss wunderbar. Das sein. Ja. Hab mich einmal geärgert, da gab es mal so einen Internetauftritt, so einen manipulierten, ich habe mich nicht drum gekümmert, ich hatte viel lernen, tun, aber viel zu lange drin. Und bis mich da ein Journalist macht, das musst du machen, das ist nicht gut, da stand was mit Alkoholismus und all so eine Geschichte. Ja. Und schon Anwalt genommen und sind bestraft worden, mussten das rausnehmen. Aber diese Bösartigkeit, die gibt's im Internet immer. Und das hat mich später erst richtig geärgert. Ich hab's gar nicht wahrgenommen, weil ich gucke nichts über mich nach, ich gucke im Google über andere nach. Über mich weiß ich alles und die Einschätzung von anderen interessiert mich da nicht, weil das alles meine freien Entscheidungen sind. Aber wie gesagt, ist ja auch meine Entscheidung gewesen, gar nichts machen zu wollen. Ich habe die Einladung, die stapeln sich bis zur Decke, ob ich bei Hit-Giganten oder diesen ganzen Quatsch alle heißt, über den einen Schlager reden möchte oder über das eine Lied, was ich damals gemacht habe, ob ich da bei den Pfadfindern war oder erste Lied hatte, oder kochen, wie oft wollen die bei mir kochen, ja, diese ganze Dschungelquatsch. Ich mach es nicht. Ja. Ich habe meine Aufgabe ist auch im Freizeitbereich sehr engagiert. Ich habe eine eigene Stiftung, die Good-Hope-Stiftung, zusammen mit Udo Lindenberg und Peter Maffay und zwei Jugendfreunden. Und da veranstalten wir Golfturnier und große Veranstaltungen, haben jetzt mehrere Waisenhäuser gebaut. Das ist eine Aufgabe. Engagiere mich bei den Eagles, weil die einzige Macke, die ich da habe, ist Golfspielen. Und es ist scheinbar eine Elitäre, was es aber nicht ist. Ich kann mit Golfspielen sehr viel Gutes tun. Und für die Franz-Beckenbauer-Stiftung, und da habe ich ganz viele Leute im Umfeld, die auch alle im Blickpunkt der Öffentlichkeit sind. Wir verstehen uns alle gut. Das ist super. Und aus diesem Grunde stehe ich manchmal in der Zeitung. Ansonsten finde ich gar nicht statt und finde das natürlich dann folgerichtig, dass Leute sagen, oh, der Werner, der lebt noch. Ja, oh ja. Ich bin Jahrmarkt der Eitelkeiten in dieser Richtung verlassen, obwohl ich noch sehr oft auf der Bühne bin und Gala-Veranstaltungen moderiere und offensichtlich ganz gut, dass viele mal fragen, warum machst du keinen Fernsehen? Ich sage, Fernsehen würde ich gerne machen, wenn es ein entsprechendes Angebot gibt. Und Punkt. Alles andere wird man sehen. Aber ich reiß mich nicht darum. Auf jeden Fall muss ich mich nicht verletzen lassen. Man wird nämlich im Alter schamhaftig und muss in den Dschungel gehen oder muss in der Küche am Herd stehen und dummes Zeug kochen. Ich nicht. Sympathische Einstellung. Vielen, vielen Dank für das nette Gespräch und alles Gute für Sie. Alles Liebe. Danke. Ja, und da bin ich nochmal zurück. Das war Werner Schulze-Erdl hier bei uns im Sprechplanet. Vielen Dank für das sehr sympathische Gespräch. Immer schön, wenn man jemanden am Telefon hat, der wirklich was zu erzählen hat und der auch
eine eigene Meinung zu vielem hat. Zum Beispiel auch zu der Kampagne von Harry Weinfurt. Ich hoffe natürlich, dass sie Glück bringt, dem guten Harry. Ob das so ist, inwieweit das inszeniert ist, das weiß man natürlich nicht. Aber eines unserer Sprechplanet-Interviews ist übrigens, habe ich gesehen, auf der offiziellen Wir wollen Harry Weinfurt zurück mit der Preis ist heiß Internetseite voteforharry.de. Ja, das war's für heute. Ich hatte am Anfang gesagt, ich habe kurz lachen müssen. Mir wurde nämlich gerade was gezeigt. Wir haben unsere Gespräche, unsere Sprechplanet-Interviews ja auch bei YouTube stehen. Auch bei iTunes, bei Podcast-Seiten, noch und nöcher, überall. Bei YouTube hat man ja den Vorteil, meistens ist es ein Vorteil, dass die Leute was dazu schreiben können. Sogenannte Kommentare. Ja, in dieser Welt voller Internet-Blogs und ja, jeder muss überall seine Meinung dazugeben. Kommentare sind eigentlich schon Standard. Ich weiß nicht, warum das bei uns auf der Internetseite noch nicht so ist. Vielleicht, weil ich das nicht gerne möchte und ich ein einfaches Gästebuch für absolut ausreichend halte. Aber einen Vorteil haben diese Kommentare auch. Sie sind meistens sehr, sehr freundlich, volles Lobes. Das ist natürlich wunderbar, aber auch einfach mal sehr lustig. Und ich habe mir kurzzeitig überlegt eben noch, ob ich das jetzt vorlese oder nicht. Wir haben den Kommentar selbstverständlich drin gelassen. Es hat jemand geschrieben zu einem Gespräch von mir, mit Elmar Hörig, das ist der Mann, der in den 90er Jahren bei Sat.1 die Gameshow, passt jetzt natürlich thematisch, Bube Dame Hörig moderiert hat. Und da ging es in dem Gespräch mit ihm selbstverständlich auch um seinen Rauswurf bei Sat.1 damals. Es ging darum, dass er einer jungen Dame oder einem minderjährigen Mädchen, ich weiß nicht, ob er wusste, ob die minderjährig ist, wahrscheinlich nicht, irgendwie einen Satz gesagt hat, den man auch ansatzweise sexistisch verstehen kann. Daraufhin wurde er dann von der gesamten Klasse oder von den Mädchen alleine, ich weiß es nicht, müsst ihr euch das Gespräch nochmal anhören, irgendwie angezeigt oder beschuldigt und daraufhin ist er dann rausgeflogen bei Sat.1. Dumme Geschichte, hat er auch mehrfach gesagt, dass das ganz blöd war und dass das vielleicht auch übertrieben war. Das ist ja immer so Auslegungssache. Jedenfalls hat er dann gesagt, in dem Interview, ich habe niemanden sexuell belästigt, außer meine Frau. So, und zu diesem Satz habe ich auch ein kurzes Statement abgegeben und die Kommentatorin hier bei YouTube oder der Kommentator Mentemia klingt eher weiblich, hat geschrieben und sehr, sehr nett und ich finde es aber sehr lustig, muss ich sagen, hat geschrieben, als Journalistin weiß ich, dass man Dinge drehen und wenden kann, bis man eine Schlagzeile hat. Man kann dem Interviewer, also mir, auch anhängen, Schlichting duldet Vergewaltigungen in Ehen. Weil er auf Elmas Satz, ich habe niemanden sexuell belästigt, außer meine Frau, sagte, ja, das ist auch okay. Ich denke, Elmar wurde Unrecht getan. Sehr lustig. Weil ich gesagt habe, ja, das ist auch okay. Selbstverständlich ist die sexuelle Belästigung nicht okay, aber was sexuell ist mit der Frau zu machen, ist selbstverständlich okay, sofern sie das möchte. Ich muss mal kurz klarstellen, dass das so gemeint war. Ich meine, die Kommentatorin oder der Kommentator, ja, hat das ja auch ganz klar gesagt, aber ich finde das lustig. Also fand ich sehr witzig, wie man hier geschrieben hat, man könnte dem Interview auch anhängen, Schlichting dulde Vergewaltigung in Ehen, weil er sagte, ja, das ist auch okay. So schnell kann man ins Fadenkreuz geraten. Wollen wir mal aufpassen, dass wir hier alles politisch korrekt weitermachen im Sprechplanet. Das war's für heute. Nächste Woche Freitag geht's weiter. Und da haben wir jemanden zu Gast, auf den freue ich mich sehr. Unser bisher ältester Sprechplanet-Talk-Gast. Ist tatsächlich so, oder? Ich glaube, vielleicht noch Helmut Kraus. Also wir hatten ja vor ein paar Tagen, ich gucke das mal eben bei der Wikipedia nach, wie alt Helmut Kraus ist. Den hatten wir vor ein paar Jahren zu Gast. 41 geboren, wird dementsprechend jetzt nächstes Jahr 70, war also zu unserem Sprechplanet-Gespräch noch nicht mal ansatzweise 70. Unser Gast nächste Woche, Freitag, ist aber schon 71 Jahre alt, deutscher Volksschauspieler und er heißt mit Namen Hans Lobitz. Wenn ihr sein Gesicht seht, kennt ihr ihn bestimmt, er hat in so vielen Fernsehserien, Fernsehfilmen, in so vielen Theaterstücken mitgespielt und er hat richtig was zu erzählen. Und ich freue mich sehr, dass er sich hier für unser modernes Medium, Internet, Sprechplanet-Gespräch richtig Zeit nehmen wird. Das war's für heute. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank auch, dass ihr bis jetzt hier zugehört habt. Das Gespräch mit Werner Schulze-Erdl ist ja schon eine gefühlte halbe Stunde vorbei. Nächste Woche Freitag geht's weiter. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.